Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe ein kleines Unboxing für euch. Und zwar von DP Clubs. Das sind wieder Painting-Sachen. Wie der eine oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, bin ich ja total im Painting-Wahn. Das macht so, so süchtig und das macht so viel Spaß. Ich kann das nur jedem empfehlen. Das ist so gut für die Seele. Ja, deswegen freue ich mich, hier wieder was auspacken zu dürfen. Und auf diese Bilder freue ich mich absolut dolle. Ich bin so happy, dass das jetzt endlich da ist. Es hat ein bisschen länger gedauert diesmal, aber ja, bei der Post ist es im Moment natürlich sowieso schwierig, weil kurz vor Weihnachten und so weiter und so fort. Wir gucken einfach direkt rein. Ich werde euch auf jeden Fall die Produkte wieder in die Videobeschreibung packen und auch den Link zum Shop. Fangen wir mal mit dem hier an. Das klebt hier gerade fest. So, ich habe selber noch nicht reingeguckt. Ich habe nur das Tütchen aufgemacht, weil ich wissen musste, von wem. Damit ich euch sagen kann, aus welchem Shop. So. Dann gucken wir mal. Oh ja, da habe ich mich so drauf gefreut. Oh mein Gott, ich liebe ja solche Sprüche. Und ich bin ja gerade auch. Ah, das ist mit dem Knicken immer ganz, ganz doof. Vielleicht hat jemand einen Tipp, wie man das schon ein bisschen gerade kriegt. Also auf jeden Fall werde ich das gleich ja, gerade auflegen irgendwo und nicht wieder zusammenknäuseln. Also schaut euch das an. Ich bin ja gerade auch dabei. Ich habe vorgestern mit meinem neuen Bild angefangen. Das ist auch ein Hundespruch. Home is not a home without a dog, glaube ich. Nee, home is where the dog is. Genau, das mache ich gerade. Und das ist ja wohl auch mal schön. All you need is love and a dog. Ich finde das so schön. Das ist so, so schön. Darauf habe ich mich richtig gefreut. Hier haben wir die Steinchen. Und natürlich das Toolkit. Wie immer. Dann geht es weiter mit dem nächsten Bild. Das ist auch ein Hundespruch. So. Und zwar sieht das so aus. Beide Bilder. Oh mein Gott, ich sehe schon. Oh mein Gott, das ist sogar mit Glitzersteinchen. Ich liebe es. Oh mein Gott, guckt mal. Wie toll ist das bitte? This home is filled with kisses, wagging tails, wet noses and love. Es ist so süß. Das ist so schön. Der Hintergrund wird nicht gepainted. Das heißt, das Bild sollte auch relativ fix fertig sein. Und wir haben hier wunderschöne Steinchen. Guckt mal, auch so ein paar andere, die dann wahrscheinlich hier ins Pfötchen kommen. Mal was ganz anderes. Richtig, richtig toll. Toolkit Steinchen. So, dürfen wir nicht durcheinander bringen. Ich muss das, wie gesagt, nachher mal gerade auslegen. So, und dann haben wir hier noch ein Bildchen. Ja, ich sage ja, ich bin im Painting-Wahn. Und tada. Da habe ich mich auch mega gefreut. Das sollte, glaube ich, ein 30x30 Bild sein, genau. Und zwar ist das ein Buchstabe. Oh, und dabei dürft ihr raten, was für ein Buchstabe. Tada! Nämlich ein Trommelwirbel, Trommelwirbel. Tada! Und dabei dürft ihr raten, für was das M steht. Ich verrate es jetzt mal nicht. Haut es mal in die Kommentare. Ich bin wirklich mal gespannt, ob jemand mich gut kennt. Für was steht der Buchstabe M, meine Lieben? Haut es in die Kommentare. Das ist, wie gesagt, der Buchstabe M. Super schön. Der Hintergrund. Puh. Puh. Ja, der Hintergrund wird lustig. Aber es ist halt so, ne? Da haben wir die Steinchen. Toolkit. So. Und dann habe ich hier, glaube ich, noch genau diese drei Sachen. Zum Painten habe ich mir einmal Wachs bestellt.
Das brauchen wir noch und nöcher. Allerdings möchte ich jetzt demnächst mir mal was anderes besorgen. Da gibt es ja gute Alternativen, was auch besser klebt und hält. Besser klebt, ne, ihr wisst, was ich meine. Genau, aber wir haben ja jetzt noch mal eine Ladung Wachs. Das ist schön, das kann ich gebrauchen bei meinem Konsum. Dann habe ich mir diesen Stift bestellt. Da habe ich jetzt im Nachhinein gehört, dass der vielleicht nicht ganz so toll ist. Ich dachte, vielleicht ist das eine gute Alternative. Ach nein, das ist Quatsch. Das kommt noch. Das ist was anderes. Das ist ein Cutter für die... habt ihr vielleicht schon gesehen? Das sieht so aus. Das ist jetzt nicht so ein krasses Messer, wie ihr das kennt. Aber das benutzen viele, um die Folien einzuschneiden. Genau. Dachte ich, bestelle ich mir mal. Kann man ja in seinem Zubehör... ich suche gerade das Wort. Komme ich drauf. Appertoir? Nee. ja, genau. Und so. Das ist dieser Stift, natürlich in Pink. Ne? Und dann, oh, ich habe es ja mit diesen Stiften, ne? Mit diesen Painting-Stiften. Obwohl ich im Moment da ja wirklich mein Favorit habe. Ich habe ja diesen Stift mit den Mehrfachaufsätzen bekommen und den nutze ich natürlich jetzt viel. Aber, oh, der ist schön leicht. Wow, den merkt man gar nicht. Guckt mal, wie schön der ist. Bonbon, Bonbon. Ach, der wird hier nur aufgemacht. Ah, da ist nichts. Ich dachte erst hier. Nö. Der wird hier vorne aufgemacht. Und dann haben wir hier. Das sieht aber... Ist das ein Painting-Stift oder bin ich jetzt Banane? Oder mache ich da was falsch? Damit kann ich gar... Das ist doch keine... klassische Painting-Mine. Koffee machen wir jetzt nicht wieder zum Horst. Kann man hier was aufmachen? Nö. Und hier drinne ist wahrscheinlich einfach nur der normale Stift. Also der normale. Ja, oder auch gar nicht. Oder muss ich da einfach noch einen Stift reintun? Seht ihr das? So einen normalen rosanen Stift? Dass das jetzt nur so eine Hülle ist oder bin ich doof? Das muss ich mal ausprobieren. Sorry, wenn ich mich jetzt echt zum Affen mache, aber der Stift kommt mir halt jetzt ein bisschen wie eichelartig vor. Ich will mal wissen, ob man da selbst was reintun muss. Ah, ja, Bianca. Deswegen, ich habe mich schon gewundert. Hö? Ja, doch so. Jetzt hat das alles einen Sinn. Hier haben wir die... Natürlich die Mine, wie sie sein soll, zum Painten. Das ist mein Bonbon. Und das war mein DP Clubs Haul oder Unboxing. Ich habe wieder fleißig Material zum Painten und die Bilder sind ein Traum. Wenn ihr Lust habt, schaut auf jeden Fall mal bei TikTok rein. Auf Instagram bin ich nicht mehr ganz so aktiv. Also ich poste da auf jeden Fall auch meine fertigen Werke. Das bleibt auch so. Aber ich habe ja das live für mich entdeckt. Das heißt, ich gehe regelmäßig live zum Painten und quatschen mit netten Mädels. Also wir sind da teilweise wirklich sehr, sehr nette Mädels und tauschen uns aus. Und es macht riesig Spaß. Genau, ich war zuerst auf TikTok live, aber da ist wirklich echt so ein bisschen tote Hose. Und jetzt, nicht auf TikTok, entschuldigt bitte, auf Instagram, da ist ein bisschen tote Hose, was live angeht. Jetzt bin ich auf TikTok live, da kann ich jetzt live gehen, das kann man ja erst ab 1000 Abonnenten. Und wer Bock hat, mal, ja, mich live zu sehen beim Painten, nette Mädels kennenzulernen, wir sind da wirklich immer eine sehr nette Truppe und ja, der schaut gerne rein. Also ich habe auf TikTok den Account Wildrose 1975, so heiße ich ja auch auf Instagram und auf YouTube, also ist eigentlich leicht zu merken. Schaut auf jeden Fall mal rein auf TikTok, wenn ihr Bock habt. Ich gehe heute auch wieder live, wir haben es jetzt 19.10 Uhr, das heißt, ich drehe jetzt gleich nochmal ein TikTok-Video und dann werde ich painten und live gehen. Also stoßt gerne dazu, wenn ihr lustig seid. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend. Ich freue mich aufs Painten, wie jeden Abend. Und ja, die Produkte
werde ich euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung tun. Schaut mal rein auf die Peel Clubs, gibt es tolle Sachen. Ich finde das Bild so traumhaft schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und ich habe jetzt eins angefangen mit 40x40, das dauert. Aber ich werde parallel dazu auf jeden Fall eins von denen auch anfangen. Man kann ja auch zwei painten. Natürlich nicht gleichzeitig, aber abwechselnd. Vor allem seit man diese tollen Systeme hier hat vom Action. Da kann man sich die Farben dann reinfüllen. Also wirklich klasse. So, jetzt komme ich aber zum Schluss. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag bzw. Abend. Bis zum nächsten Video, meine Lieben. Schaut gerne rein auf TikTok. Bis dann, wir sehen uns. Ciao.